Hallo liebe Leute, es ist wieder Brotcast-Zeit hier auf dem Kanal Ramis Brotcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid und in dieser Folge möchte ich über etwas sprechen. Das hatte ich irgendwie schon ziemlich lange so im Hinterkopf und hatte irgendwie immer nicht so richtig Bock, darüber zu sprechen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber es kam in der Vergangenheit hier und da über verschiedene Kanäle immer wieder mal die Frage auf, warum machst du nichts mehr über Nintendo? Also, hier wird im Prinzip die Frage beantwortet, ihr könnt es ja schon am Titel sehen, warum habe ich mich von Nintendo entfernt, und das ist insofern bemerkenswert, weil ich ja einfach mit Nintendo aufgewachsen bin, viele Nintendo-Konsolen hatte, viele Nintendo-Spiele gespielt habe und auch hier auf YouTube eine Nintendo-News-Show hatte. Ein Jahr lang zwar nur, aber jede Woche mit viel Euphorie und Spaß bei der Sache habe ich eine Nintendo News Show auf die Beine gestellt und habe ja auch für N plus X oder damals auch noch Wii U X ja auch als Redakteur quasi meine Beiträge beigesteuert. Das heißt, was ist genau passiert? Und in dem Atemzug möchte ich auch gerne auf ein Video verweisen. Ich komme mal gleich nochmal darauf zurück, aber ich möchte das an dieser Stelle einmal ganz kurz machen. Und zwar auf Nintendo in der Krise. Das ist ein Kommentarvideo, das ich schon, ja, das war Mitte 2013 habe ich das rausgehauen. Damals noch ein bisschen holprig alles, also auch vom Schnitt und so weiter. Nach heutigen Standards nicht so fetzig aufbereitet, wie man es machen könnte eigentlich. Oder nicht ganz so modern oder wie auch immer. Jedenfalls ist ja auch egal. Ich glaube, es könnte für den einen oder anderen tatsächlich nochmal interessant sein, was man so 2013 vielleicht auch über Nintendo gedacht hat. Oder was ich vielleicht auch darüber gedacht habe, weil Nintendo in der Zeit ja die Wii U rausgebracht hatte und da sah es schon ziemlich, naja, irgendwie düster aus rund um Nintendo. Deswegen auch Nintendo in der Krise. Ich habe zwar Ausrufezeichen, Fragezeichen da stehen, aber letzten Endes, ich habe schon gedacht, Nintendo steht da wirklich in einer Krise. In ganz verschiedenen Bereichen. Ne? Also kreativ gesehen, als auch vom Marketing gesehen, als auch das Unternehmen war meines Erachtens nicht so gut gemanagt und das Ergebnis davon war die Wii U bzw. die Software, die dann letztendlich für die Wii U rauskam. Aber das Ganze könnt ihr euch angucken. Das Video hatte ich nämlich auf privat gestellt. Das war jetzt quasi, wie soll ich sagen, das war jetzt 9 Jahre lang im Keller und jetzt habe ich es wieder rausgekramt und wieder auf öffentlich gemacht. Und es gibt noch 2 weitere Folgen. Ich werde die aber so nach und nach dann auf öffentlich stellen. Und wen es interessiert, das ist quasi ein Retro-Kommentar. Und wie gesagt, ich werde da gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber zunächst einmal werde ich euch etwas zeigen, das ich auch in einem dieser Videos gezeigt habe. Nämlich das hier von der E3 2003 oder 2004 war das. Und schaut euch das einfach nur mal kurz an und dann geht's hier gleich weiter. Was haben wir hier gesehen? Das ist die Ankündigung oder das sind die ersten Spielszenen von einem Spiel, das später heißen sollte The Legend of Zelda Twilight Princess. Mein persönliches Lieblings-Zelda. Aber darum geht es an dieser Stelle nicht, sondern hier geht es darum, schaut euch mal an, was diese Ankündigung bei der E3 empfacht hat. Das ist auch insofern interessant und passt auch vielleicht auch in diesen Rahmen, den ich jetzt gerade hier bilde, nämlich dieser Rückblick auf etwas, ne? Deswegen ja auch gerade
die Videos oder das Kommentarvideo von 2013, was ich angesprochen hatte. Hier werfen wir den Blick noch weiter zurück in eine Zeit, wo die E3 noch einen ganz anderen Stellenwert hatte, als das heutzutage der Fall ist. Wir wissen es, nicht nur durch Corona, auch vorher war das schon so, also vor Corona, dass die E3 nicht mehr ganz diesen Stellenwert hatte und einige Publisher sich zurückgezogen haben, einige dann ihr eigenes Ding machen wollten und so weiter. Mit Corona kam natürlich dann etwas hinzu, was die ganze Sache erschwert hat. Aber was ich zeigen wollte, ist einfach dieser Enthusiasmus, diese Begeisterung für ein Spiel. Damals war das auch noch eher so, dass sich diese Bühne auch angeboten hatte. Heutzutage, man kann dieses Konzept der E3 natürlich, also mit den ganzen Pressekonferenzen natürlich auch hinterfragen. Braucht man das unbedingt, dass da ein Host auf der Bühne ist, der dann durch so eine Show leitet und letzten Endes geht es dann darum, ein Spiel nach dem anderen zu zeigen und es sind dann aber auch viele im Publikum und Presse und so weiter und die jubeln oder buhen vielleicht auch mal oder was auch immer. Das ist natürlich ein Konzept, wie lange hat sowas Bestand, wie lange macht sowas Sinn. Aber damals, finde ich, hat das viel mehr Sinn gemacht und genau diese Ankündigung von Zelda Twilight Princess zeigt das letztendlich. Heutzutage ist alles ein bisschen schwerer geworden, finde ich. Heutzutage ohnehin, es ist jetzt ein bisschen allgemeiner gesprochen, bevor ich gleich zu Nintendo zurückkehre, aber allgemein gesprochen, also ich bin jetzt ja auch schon jetzt nicht mehr ganz jung, ne? Also schon ein paar Jährchen sind schon drauf auf dem Tacho. Aber ich habe halt mitbekommen, wie in den 80ern die Spiele da aussahen und welche Entwicklungen die Spiele in den 80ern gemacht haben, was in den 90ern passiert ist. Dann gab es diesen Sprung auf 3D, dann gab es diesen Sprung 3D nochmal größer, dann HD, Full HD und so weiter und so fort. Videospiele an sich haben so eine Entwicklung durchgenommen aufgrund des technischen Fortschritts. Ja, also je leistungsfähiger die Hardware war, desto mehr Möglichkeiten hattest du eben auch und konntest mit den Spielen auch in ganz neue Welten eintauchen. Und auch damals, jetzt, wir hatten es gerade zwar Twilight Princess gesehen, aber als Ocarina of Time das erste Mal gezeigt wurde, man vorher einen Zelda nur aus der 2D-Perspektive, also aus der Top-Down-Perspektive kannte, das war natürlich ein richtiges Brett. Oder auch ein Super Mario 64. Man kannte vorher halt eben nur die 2D-Side-Scroller und dann kam Mario 64 und das hatte mich damals weggeblasen. Wie gesagt, die Technik ist dafür verantwortlich, dass das überhaupt möglich war. Aber ich finde, in den letzten Jahren und eigentlich schon seit einigen Jahren, also ich rede jetzt nicht von den letzten 2 oder 3 oder 4 oder 5 Jahren, sondern eigentlich schon echt eine ganze Zeit davor sogar, finde ich, hat die Branche eigentlich keinen richtigen Schritt mehr gemacht. Für mich noch das, was am ehesten dafür gesorgt hat, dass ich denke, wow, die Videospiele machen jetzt für mich, haben etwas, wo ich das Gefühl habe, das ist für mich ein neues Spielgefühl. Und was sich neu anfühlt und sich auch gut anfühlt natürlich, ist halt eben auch mehr Begeisterung herauszuholen bei dem Spieler letztendlich. Und ich finde, das hat für mich halt eigentlich nur VR gemacht, jetzt in den letzten Jahren. Na gut, ne, also für mich jetzt eben Ende 2016, glaube ich, war das da, als dann die PlayStation VR zum Beispiel rauskam. Da habe ich das erste Mal auch seit längerer Zeit das Gefühl gehabt, das ist für mich, das fühlt sich neu an. Das fühlt sich frisch an, obwohl VR natürlich nichts Neues ist, obwohl Motion Controller natürlich nichts Neues sind und der Controller, der heißt er so, der Motion Controller von der PlayStation? Ich habe das gerade gar nicht im Kopf. Naja, aber ihr wisst ja schon, ne? diese Eiskugel da ist ja letztendlich ohnehin ja schon alt gewesen und war ja ursprünglich auch gar nicht für die VR angedacht. Aber diese Kombination und die Ausgereiftheit von VR haben dafür gesorgt, dass das jetzt dann doch einfach was Cooles ist. In meinen Augen auf jeden Fall. Können andere natürlich anders sehen, aber ich habe das so empfunden. Aber was das normale, in Anführungsstrichen, Gaming angeht, also ganz normal auf dem Fernseher, die Fortschritte sind nicht mehr so da, wie wir sie kannten eben aus den 80ern und 90ern. Die Schritte waren halt gewaltig und das ist halt immer weiter zurückgegangen. Das ist ein bisschen das Pendant zu CGI in der Filmbranche. Ne, wir wissen, die ersten CGI-Filme, ich kann mich noch dran erinnern, an Abyss von James Cameron war da, glaube ich, auch. Ich meine, der Film ist von 1989 oder sowas, da gab es schon das erste CGI-Objekt zu sehen, also einer der ersten Filme auf jeden Fall. Dann hat das Ganze natürlich dann getoppt mit sowas wie Terminator 2 und dann Steven Spielberg mit Jurassic Park. Da hat natürlich dann richtig CGI
computeranimierte Sachen dann in Filmen dann so einen richtigen Boom bekommen und das war einfach super beeindruckend. Und natürlich kamen dann im Laufe der Jahre dann weitere Filme, die noch mehr hatten und noch mehr hatten. Und ich weiß noch, dass das damals so ein Marketing-Ding war, dass man gesagt hat, dieser Film hat so und so viele computeranimierte Figuren oder so oder Szenen oder Minuten. Ich weiß gar nicht mehr, in welche. Ich glaube, man hat das in Minuten gezählt oder so. Oder in Szenen, die CGI-Momente enthalten. So nach dem Motto, je mehr, desto besser. Naja, aber was ich eigentlich sagen wollte, jetzt schweife ich auch schon aus, was ich eigentlich sagen wollte, ist, CGI kommt so langsam, aber sicher an seine Grenzen. Also, ja, man kann das alles immer noch feiner machen und so weiter, aber es ist jetzt, man hat nicht mehr die krassen Sprünge drin, wie das jetzt zu Anfang war, wo man gesagt hat, oh, ne, also beispielsweise auch Rückkehr der Mumie, hieß der Rückkehr der Mumie, mit Brendan Fraser. Jedenfalls, wo dann auch The Rock als Scorpion King zu sehen war und diese Animation, war ja nicht so fein und solche Sachen sind natürlich jetzt mittlerweile viel, viel besser geworden, aber trotzdem, die Schritte sind jetzt dann eben auch nicht mehr ganz so krass. Und ich finde so, aber eben noch heftiger war es oder ist es in der Videospielbranche. Deswegen, was ich eigentlich sagen will, ist, Begeisterung hält sich bisher bei mir jetzt bei Neuankündigungen eigentlich in Grenzen. Ich finde das alles nicht mehr so besonders. Ich habe immer noch Spaß am Zocken, so ist es nicht. Ich zocke super gerne und super viel und es wird auch nicht wirklich weniger. Beispielsweise aktuell Elden Ring, ja, ich bin auch auf dem Elden Ring-Trip und das Spiel ist für mich eins der besten Spiele der letzten Jahre, definitiv. Und es ist auch ein Spiel, wo ich das Gefühl habe, da hat man sich auch Zeit gelassen. Also es ging nicht darum, ein Produkt auf den Markt zu werfen, damit es ein Produkt ist, was man kaufen kann, sondern es ging darum, eine Vision rauszuhauen und im besten Fall natürlich damit auch gut Geld zu verdienen. Und das ist das, was die Macher von Elden Ring so ein bisschen unterscheidet zu den ganzen Activisions, EAs und so weiter. Aber gut, ich versuche wieder den Fokus zu finden. Der Fokus ist Begeisterung. Begeisterung für die Videospielbranche. Und diese Begeisterung, die jetzt halt nicht mehr so da ist, die hatte mir aber Nintendo früher geliefert. Nintendo hat früher genau dafür gesorgt, was wir in dem Video von der E3 gesehen haben, dass ich immer aufgeregt war und die nächste Ankündigung und das nächste Video und ich war so gespannt und all das. Aber letzten Endes ist das gerade bei Nintendo leider sehr, sehr, sehr verflacht. Und im Prinzip könnt ihr euch, ja, ich mache jetzt im Prinzip Werbung für dieses Kommentarvideo von 2013, nur ich finde, das ist halt so, es ist nicht unbedingt gealtert, also finde ich persönlich. Dann sagt, okay, bevor wir gar nichts haben im Winter, also keinen großen Titel haben, gibt's dann halt eben, oder zum Herbst, gibt's dann eben ein Remake. Und das ähnlich sehen wir es halt auch bei Donkey Kong Country Returns für den 3DS. Das Spiel ist gar nicht so alt, also gab es dann auf der Wii und kommt jetzt eigentlich genauso, nur in, man kann es ja nochmal in so einem etwas leichteren Modus zocken, jetzt für den 3DS raus. So langsam denke ich mir, jetzt muss man aber langsam wirklich ein bisschen vorsichtig sein, ne? Star Fox bzw. Lilith Wars gab es ja schon die Neuauflage oder das Remake dann für den 3DS. Ocarina of Time 3D gab es dann nochmal für den 3DS. Wind Waker kommt jetzt für die Wii U nochmal als Remake. Dann eben halt die New Super Mario Bros. Spiele, die sich eigentlich null unterscheiden. Also da muss ich auch sagen, das ist eigentlich eine sehr, sehr große Enttäuschung, New Super Mario Bros. U, das dann einfach nur scharf ist, aber es wirkt wie ein Wii-Spiel. Es wirkt einfach nicht weiterentwickelt. Ich finde, vieles, was da schief lief, hat dafür gesorgt auch, dass Nintendo da steht, wo es jetzt steht. Oder Nintendo hat diese Fehler, also meines Erachtens Fehler, weitergemacht. Zumindest in bestimmten Bereichen. Und dann spreche ich auch viel über Remakes. Ja, damals bei der Wii U schon, wo ich dann sage, ja, aber das sind doch alles Remakes. Oder Spiele, die es auch so auf der Wii hätte geben können, aber die sind jetzt einfach nur in HD. Und gerade diese Themen, finde ich, und jetzt kommen wir mal zum aktuellen Geschehen, die Switch ist für mich eine Konsole, mit der ich nicht viel anfangen kann, leider. Vorher hat mich Nintendo schon verloren, also zum Ende der Wii U-Zeit, da habe ich dann irgendwann nichts mehr zu spielen gehabt, wirklich nichts mehr. Bin dann auch zu PlayStation übergewandert, das war dann meine erste PlayStation, die PlayStation 4. Bin dann da geblieben und dann kam irgendwann die Switch und ich mag den Controller nicht, also die Joy-Cons nicht. Ich bin auch keiner, der gerne im Handheld-Modus irgendwie spielt. Ich spiele gerne auf meinem schönen Fernseher, gemütlich auf der Couch, nicht so runterhängend mit dem Kopf wie auf einem Handy starrend.
Aber das größte Problem ist für mich nicht unbedingt die Switch selbst, wobei ich die Switch selbst nicht innovativ finde. Ich finde, alles, was die Switch macht, hast du im Prinzip vorher auch schon gehabt. Während die Wii versucht hat, was neu zu machen und die Wii U versucht hat, auch nochmal was draufzusetzen mit dem asymmetrischen Gameplay, hat die Switch meines Erachtens einfach nur alles zusammengepackt, was man vorher irgendwie auch schon raus hatte und versucht das jetzt als Gesamtpaket zu verkaufen. Und das funktioniert ja auch bei vielen. Viele mögen das ja auch. Ich spreche ja nicht für die Allgemeinheit, ich spreche für mich, dass ich irgendwie da das erste Mal das Gefühl hatte bei einer Nintendo-Konsole, irgendwie fühlt sich das für mich echt alles nicht frisch an. Auch gerade so Motion, also so Bewegungssteuerungsgeschichten, das fühlt sich eigentlich sogar wie ein Rückschritt nochmal an mit den Motion-Controllern. Das ist sowas von, also genaues Tracking. Wenn ich vorher, bin ich bei Skyrim VR, das Schwert, was ich in der Hand halte, wird nahezu 1:1 übertragen oder auch bei sowas wie Beat Saber und sowas, aber dann spiele ich dann Switch. Und da ist das meiste dann eher irgendwie, weiß nicht, wie bei der Wii fühlt sich das an. Aber egal. Letztendlich steht und fällt die Konsole mit der Software und da ist für mich der Hundehaufen begraben. Die Switch, ich weiß nicht, was ich da spielen soll. Ich weiß, jetzt wird es Leute geben, die sagen, die ganzen kleinen Spiele, die Switch hat so viele kleine Games und so und hat sich ja auch, ist ja auch eigentlich ein Indie-Game-Retro-Tipp. Ja, für Leute, die eben eher diese kleinen Sachen spielen wollen oder eben halt auch Indie-Games damit auch zufriedener sind und keine AAA brauchen. Für die ist das die richtige Konsole vermutlich und JRPGs und so weiter. Ja, also verstehe ich. Aber für mich war eigentlich Nintendo immer oder früher, zum Beispiel die N64-Zeit, das war ja auch jetzt keine Zeit, wo Nintendo gesagt hat, oh, das ist eine ganz, ganz besondere Zeit. N64 hat sich gar nicht so gut verkauft. Aber diese Ära, die N64-Ära, war trotzdem eine, die prägend war. N64 hat Spiele herausgebracht, die zu dem Zeitpunkt Maßstäbe gesetzt haben. Ob es im Jump'n'Run-Bereich war, ob das im Action-Adventure-Bereich war, ob das zum Teil auch in so Rennsimulationsgeschichten der Fall war, ob das bezüglich Ego-Shooter der Fall war. Ja, da waren alles so Meilensteine zu dem Zeitpunkt. Natürlich ein GoldenEye oder Perfect Dark, jetzt wo wir gerade von Ego-Shootern gesprochen haben, die sind schlecht gealtert. Da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber seinerzeit war das besonders. Ja, und dann, wie gesagt, Jump'n'Run, 3D-Jump'n'Run, sowas wie Mario 64 oder Banjo-Kazooie, das waren natürlich einfach Spiele, die einfach damals alles andere weggeblasen haben. So. Und ich fand halt einfach, dass Nintendo, vor allem aber auch noch davor, zum Beispiel auf dem Super Nintendo, die Konsole war, die irgendwie alles hatte. Ja, also wo jeder sich zu Hause gefühlt hat. Das N64, da war das schon nicht mehr ganz so. Also sagen wir mal sowas wie Prügelspiele à la Street Fighter oder was auch immer, Soul Calibur und so weiter und so fort. Wobei, das gab es da glaube ich noch gar nicht, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Aber ist ja geil, ihr wisst ja, was ich meine. Da dieses Genre war da total unterrepräsentiert. Aber mit International Superstar Soccer hatte man damals zum Beispiel auch ein sehr gutes Fußballspiel und so weiter und so fort. Also ich hatte das jedenfalls das Gefühl, in meiner Wahrnehmung, das war eine Konsole, da wurden verschiedene Geschmäcker abgedeckt. Und das Gefühl habe ich bei der Switch halt gar nicht. Ja, klar, man hat eine Drittherstellerunterstützung, die ist jetzt auch okay irgendwie, aber es ist, ich weiß nicht, also gerade als jemand, der jetzt eben auch eine andere Konsole hat, jetzt habe ich mittlerweile ja die PlayStation 5 ja auch schon seit über einem Jahr mittlerweile, und dann gucke ich zu der Switch und ich habe ja eine hier, also meine Frau hat eine Switch, damals noch für Animal Crossing, und sie spielt aber auch gar nichts mehr, weil nach Animal Crossing war für sie dann irgendwie auch nichts mehr am Start. Ich habe schon so einige Stimmen gerade im Ohr, wie einige sagen, ja, aber da gibt's auch noch das Spiel. Und wenn sie Animal Crossing mochte, dann wird ihr das Spiel vielleicht auch gefallen oder jenes. Kann auch gut sein. Trotzdem, worauf ich hinaus will, ist, irgendwie sind gerade diese Nintendo-exklusiven Hammer-Games, also eben diese Spiele, die dafür sorgen, dass ich ausflippe, wie das eben, ja, Zelda Twilight Princess auf der E3-Pressekonferenz getan hat. Sowas ist halt irgendwie überhaupt nicht mehr da. Einzig und allein Breath of the Wild hat das in den letzten Jahren geschafft und ich bin auf jeden Fall neugierig auf Breath of the Wild 2 oder wie auch immer es dann heißen wird. Das ist ein Spiel, das ich dann auch spielen möchte, und wenn ich auch mir auch den aktuellen, also den aktuellsten Trailer oder Teaser mir reinziehe, dann bekomme ich schon Bock drauf. So ist es nicht. Aber ich habe das Gefühl, das ist ein so ein Ding, was Nintendo jetzt echt nur noch alle, was weiß ich, wie viele Jahre hinkriegt, und bei allem anderen gibt es Nettigkeiten. Ja, die ganzen
Luigi, Kirby, Yoshi-Spiele, all das. Vieles davon sind dann tatsächlich immer noch die Wii U-Portierungen dann auch. Oder irgendwie Spiele, die ganz ähnlich sind oder die einfach nicht, wo ich das Gefühl habe, mit relativ wenig Aufwand hat man da dann ein Spiel programmiert, das wie gesagt nett sein kann, aber nett ist halt nicht obergeil. Aber zum Thema nett, auch da kann ich euch nur empfehlen, den Retro-Kommentar von mir nochmal anzuschauen. Also ich rede jetzt eigentlich auch schon tatsächlich viel länger, als ich es eigentlich vorhatte zum Thema Nintendo. Aber es war mir dann doch wichtig, das einmal auch angesprochen zu haben. Früher, ich habe mit dem Game Boy angefangen. Ich hatte Freunde, die ein NES und Super Nintendo hatten. Da habe ich viel gespielt. In der Zeit hatte ich einen PC, deswegen hatte ich diese beiden Konsolen nicht. Ich habe aber trotzdem immer irgendwie Sympathien mit Nintendo gehabt. Ich mochte die ganzen Marken, die IPs, alles irgendwie Nintendo gefiel mir eigentlich immer. Und auch die Zeit mit Iwata, mit Miyamoto, mit dem Reggie Fils-Aimé und so weiter. Eigentlich mochte ich die auch, bis es dann halt irgendwann dann aber dann dahin lief, dass ich dachte, oh, euch irgendwie gerät alles gerade aus dem Ruder, was ihr da gerade macht. Aber letzten Endes hatte da Nintendo noch Charme und Charakter. Ich finde auch von der Seite aus, finde ich, ist auch Nintendo gerade so gesichtslos geworden. Für mich wirkt Nintendo nicht mehr wie dieses spaßige Unternehmen, was irgendwie nochmal so einen anderen Charme, eine andere Freude versprüht, als es die Konkurrenz macht. Heutzutage sehe ich Nintendo irgendwie als graues Unternehmen. Also mir fehlt da irgendwie ein bisschen das Gesicht, mir fehlt da ein bisschen die Lebendigkeit, die Lebhaftigkeit, die Freude und halt eben auch den Ehrgeiz. Wo ist Nintendos Ehrgeiz, einfach mal wieder Spiele rauszuhauen, wo man sagen kann, plattformübergreifend sind das die Bretter. Ich will nicht unfair sein und deswegen auch meine Einleitung. Meine Einleitung war, ich glaube, dass es halt heutzutage mit Videospielen schwerer ist, weil die Technik halt einfach nicht vorangetrieben wird. VR, finde ich, kann das noch am ehesten schaffen oder hat das geschafft. Ob das jetzt immer noch der Fall ist, ist auch nochmal eine andere Frage, aber hat das in den letzten Jahren noch am ehesten geschafft. Klar gibt es immer vereinzelt Spiele, wie zum Beispiel Elden Ring, was für Begeisterung sorgt. Aber die heutige Zeit ist einfach nicht so vergleichbar mit der Zeit von vor 15 Jahren oder noch davor. Das will ich an dieser Stelle nochmal sagen. Deswegen, und da strugglen ja eigentlich alle. Es geht ja nicht nur um Nintendo, sondern da, finde ich, haben halt alle so ein bisschen das Problem. Vielleicht bin ich auch irgendwann zu alt. Eigentlich mag ich diese Bezeichnung irgendwie nicht. Ich bin zu alt und deswegen. Aber vielleicht meine ich, was ich damit meine, ist, vielleicht habe ich einfach zu viel mitgemacht. Also zu viel auch miterlebt, wie die Spiele immer besser wurden und was für krasse Schritte man gemacht hat in den letzten 30 bis 40 Jahren. Und wie das jetzt eher stoppt und auch hinsichtlich KI und so. Das ist alles noch nicht so. Es ist alles nicht so, dass ich sage, oh, das ist jetzt mal wirklich der merkliche Schritt nach vorne und vielleicht geht's auch irgendwann auch nicht mehr. Ähnlich wie bei Grafik. Wie schön willst du Grafik machen? Wie fotorealistisch soll sie sein? Was ist, wenn du irgendwann fotorealistische Grafik hast? Also die wirklich, wo du nicht weißt, ist das ein Foto oder ist das, ist es ein Video jetzt gerade aus dem Wald oder ist es ein Videospiel? Aber was ist, wenn wir da angekommen sind? Was machen wir dann? Was ist dann der Next Step? Dann gibt's ja keinen Next Step mehr. Deswegen, was ich sagen will, ist, die Voraussetzungen heute sind andere als damals. Das heißt zu sagen, oh Nintendo, du kannst mich nicht mehr so begeistern, wie du es früher gemacht hast, ist dann auch nicht ganz fair, das weiß ich an dieser Stelle auch. Aber das, was Nintendo gerade liefert, ist mir dann einfach zu wenig. Das reicht mir einfach nicht. Ein Riesenunternehmen mit so viel Geld und mir fehlt da einfach dieser Ehrgeiz, dieser Ansporn, dass da jemand ist, der sagt, Antreiber, der so sagt, ey, wir wollen jetzt mal, wir sind Nintendo, wir sind das Traditionsunternehmen schlechthin in der Branche. Wir wollen jetzt mal wirklich mal so einen richtigen Impact haben auf dem Markt. Wir haben jetzt die und die Studios aufgebaut oder gekauft von mir aus auch oder entwickelt, wie auch immer, die jetzt für unterschiedliche Genres sorgen wollen. Für unsere nächste Konsole oder noch für die Switch haben wir jetzt das und das im Petto. Wir greifen jetzt richtig an und das finde ich halt, kommt von Nintendo gar nicht. Nintendo ist halt so ein bisschen, ja, läuft doch. Ja, also wir verkaufen doch. Hier, Switch wird doch gut verkauft. Und dann haben wir dann halt hier nochmal ein JRPG raus. Und was haben wir da noch? Ach, kommt dann nochmal ein Wii U Remake vom was auch immer. Dann bringen wir den dritten Teil von Splatoon raus. Und es ist halt irgendwie,
es ist so zahm und damit hat man mich einfach verloren. Mir fehlt da einfach irgendwie ein Gesicht, ja, einfach nochmal wirklich so eine Strahlkraft. Damit meine ich einfach diese Außendarstellung, ne, was, wie gesagt, sowas wie Reggie Fils-Aimé, Miyamoto und Iwata mal eine Zeit lang waren. Ich weiß nicht, gibt es sowas wie Iwata fragt? Kennt ihr das noch? Da gab es doch diese Interviewreihen, wo dann Iwata dann viel aus dem Nähkästchen geplaudert hat und zum Teil auch Dinge verraten hat, die ja dann auch gar nicht so gut waren. Also für das Ansehen von Nintendo zum Teil. Also was gezeigt hat, wie sperrig Nintendo ist, wenn es um neue Ideen geht. Ne? Das war, glaube ich, auch damals zum Beispiel Splatoon, wo dann diese Splatoon-Idee kam und meine Güte, bis man das halt durchwinken konnte und man wollte es ja eigentlich auch mit Nintendo-Figuren machen, also mit Nintendo-Figuren sowieso, aber mit Mario-Figuren und so weiter machen, also Luigi und Peach und so weiter. Hat man dann doch nicht gemacht und aber bis das durchgewunken wurde, meine Güte, da ist halt viel, also das war dann, glaube ich, echt eine Kraftanstrengung, aber das war dann mal eine IP, eine neue IP, die sie mal endlich, damals, das war endlich, auch wenn ich kein Splatoon-Fan bin, weil ich finde, es ist relativ schnell die Luft raus, eigentlich mag ich das Spiel, aber es ist für mich, hat keine Langzeitmotivation überhaupt nicht, aber zumindest mal eine neue IP, ne? Und das war dann letztendlich ja, dann eher auch fast eine Ausnahme, wie ich finde. Also so viel ist da nicht gekommen. Da gab es noch ARMS oder sowas, was total für mich Katastrophe ist. Steuerungstechnisch, da haben wir nämlich das, was ich meinte. Man hat vorher dann sowas, so ein Boxspiel auf der PlayStation VR gespielt, wo die Handschuhe, wo die genau das widerspiegeln, was du halt, wie du zuschlägst. Und dann kommt sowas wie ARMS, was sich total vollautomatisiert anfühlt, wo du in irgendeine Richtung schlägst und das Spiel macht schon irgendwie. Also das wie ein Spiel aus der vorletzten Generation hat sich das angefühlt. Naja, also um es jetzt mal wirklich auf den Punkt zu bringen und kurz zu machen an dieser Stelle. Wie gesagt, ich habe schon viel, viel länger gesprochen, als ich es vorhatte. Ich finde, die Switch, und damit möchte ich die Switch keine madig machen, wenn er mit Spaß hat, herzlichen Glückwunsch, ja, viel Spaß mit der Switch, freut mich. Nur ich als jemand, der in den 80ern, 90ern mit Nintendo groß geworden ist, der jetzt auch nicht jetzt mit JRPGs wenig anfangen kann und hin und wieder auch mal Indie-Game genießt, aber ich mag halt einfach ein gutes Paket an ein Blumenstrauß, ja. Ich mag AAA, ich mag Rennspiele, ich mag Fußball, ich mag Action, Arcade, Jump'n'Runs sehr, sehr gerne. Auch 2D-Jump'n'Runs dürften auch wieder mehr am Start sein. Sowas wie ein Donkey Kong Country, Tropical Freeze, wirklich vielleicht das Lieblings-Jump'n'Run von mir. Also ich mag einfach einen, ja, wie gesagt, so ein bunter Strauß. Und dieser bunte Strauß, den finde ich bei Nintendo einfach nicht mehr. Ich finde aber auch bei Nintendo einfach keine Leidenschaft mehr oder irgendwas, was mir das Gefühl gibt, aber irgendwann kommt da noch was in dieser Richtung. Nintendo hat sich mit seiner Rolle abgefunden, so fühlt es sich an, irgendwie auch eine Art Außenseiter zu sein oder die es anders machen. Ja, die großen Ambitionen sind halt nicht mehr da. Wenn, dann halt alle paar Jahre mal in ein Zelda und dann ist aber auch gut. Ja, selbst ein Mario Odyssey fand ich jetzt persönlich echt nicht so gut. Ich habe das einmal durchgespielt, war ganz nett in der, ja, aber auch wieder ganz nett. Das ist nicht die Begeisterung, die ein Mario Galaxy zum Beispiel bei mir entfacht hat. Oder ein Astro Bot, auch wieder PlayStation VR bei mir entfacht hat. Also, Nintendo, nicht visionär genug, nicht ambitioniert genug, das Spieleangebot ist mir nicht abwechslungsreich genug, zu wenig Genres sind mit Hochkarätern, mit absoluten Hochkarätern bestückt. Die Qualität im Allgemeinen der Spiele ist mir nicht besonders genug, um es mal so zu sagen. Gerade im Vergleich zu der Zeit, als die gesamte Branche eher noch zu Nintendo aufgeschaut hat und auch irgendwo neidisch war, wie es Nintendo hinkriegt, so Gameplay-Spaß auf die Strecke zu bringen. Heutzutage, ja, andere Mütter haben auch schöne Töchter. Naja, jedenfalls die Switch als Konsole ist mir persönlich nicht innovativ genug. Das Preis-Leistungs-Verhältnis passt nicht zum Teil bei der Software, aber eben halt auch bei der Hardware, siehe die Joy-Cons. Nintendo hinkt in einigen Bereichen noch immer 10 Jahre hinterher, wie zum Beispiel, wenn es um sowas wie Party-Chat und so weiter geht oder noch mehr als 10 Jahre sogar. Fragwürdige Entscheidungen lassen mich immer mit dem Kopf schütteln, wie eine Mario 3D-Collection wird rausgebracht, das aber dann limitiert und aber Mario Galaxy 2 lässt man raus. Pff, warum auch immer. Dann wird bei Remaster-Spielen häufig immer nur das Nötigste getan. Das Ganze wird trotzdem zu einem stolzen Preis angeboten. Also auch da wieder Preis-Leistungs-Verhältnis, stimmt nicht so richtig. Und zu guter Letzt, Nintendo als Unternehmen hat für mich einfach an Charme verloren. Man kann nicht überall perfekt sein, das ist mir klar und das erwarte ich auch gar nicht. Aber dieses Sammelsurium an Unzulänglichkeiten sorgt für ein Gericht, das mir einfach nicht schmeckt, woran ich keinen Spaß habe. Ergo,
wofür ich eben auch kein Geld ausgeben will. Das ist letztendlich der Grund. Also der Grund, weshalb ich einfach mit Nintendo nicht mehr viel anfangen kann. Leider. Aber letzten Endes, ja, dann ist es einfach so. Was soll man sagen? Früher hat mich das noch geärgert. Auch da Nintendo in der Krise, diese Videos, die ich damals gemacht habe, da hatte ich mir einfach noch Sorgen gemacht. Mittlerweile ist mir Nintendo, und das ist das Traurigste an der Sache, irgendwie einfach egal. So, ja, so weit konnte es kommen. Und das als jemand, der ein Jahr lang jede Woche eine Nintendo News Show produziert hat. PGM Game News, die wöchentliche Nintendo News Show. Tja, wenn ich mir das so vor Augen führe, dann ist das schon ein bisschen traurig, aber Nintendo ist mir tatsächlich, mir persönlich, wie gesagt, wer damit Spaß hat, alles cool. Ja, also da, ich mache dieses Video nicht, um jetzt irgendwie zu sagen, wie schlecht Nintendo ist, sondern einfach, ich spreche hier aus, warum ich einfach mit Nintendo nicht mehr viel anfangen kann. Und das ist einfach dann, es hat ja dann schon auch in gewisser Weise was mit Erwartungshaltung zu tun. Wer aufgewachsen ist mit Nintendo, die richtig was in der Hose haben und die Muskeln spielen lassen, immer wieder mal und an Branche zeigen, wo der Hammer hängt. Wenn man damit so aufgewachsen ist und sich dann Nintendo jetzt anschaut, oh nee, dann bekomme ich da einfach nicht genug. Genau, das war's an dieser Stelle. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass ihr dabei wart. Dann macht's mal gut, viel Spaß beim Zocken, was auch immer ihr zockt. Und wenn's die Switch ist oder die Wii U oder die Wii oder 3DS oder was auch immer. Ja, viel Spaß dabei, bleibt cool und wir hören uns. Bis dann, ciao.